Moin, moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Gelb. Was eigentlich passt da, ist hier wird ziemlich gelb ist. Part 21, ich habe letztes Mal ganz vergessen zu erwähnen, dass wir schon Part 20 erreicht haben. Man könnte also sagen, in 20 Parts haben wir das halbe Spiel geschafft. Auf jeden Fall, da vier Orden und so. Gut, ob das jetzt so stimmt, ist schwer zu sagen. Ich habe vergessen, Relaxo zu heilen, da war was. Ob das jetzt so stimmt... Da vielleicht nicht, weil wir hier in diesem Gebäude garantiert so nochmal die 20 Parts hängen. Ganz so schlimm wird es hoffentlich nicht. Aber dennoch, ja. Der erste ist ja im Grunde einer der ersten Pokémon-Teile. Ist ja jetzt gar nicht mal so lang, wenn man es vielleicht mit den neueren vergleicht. Es liegt aber wahrscheinlich auch eher daran, dass ich halt genau weiß, was ich tun muss. Denn wenn man es jetzt nicht wüsste, dann würde man halt die ganze Zeit eher durch die Gegend rennen. Und alleine das mit dem... Oh, das war jetzt Glück. Das mit dem Geist von Knorra im Lavandia-Turm. Natürlich treffe ich nicht. Ist ja eigentlich schon so... Wie gesagt, ich bin mir nicht mehr sicher, ob man den bekämpfen kann. Ich meine aber nicht. Deshalb... Auch wenn man das Sylph-Scope-Ding hat und wirklich die Poképuppe braucht, dann eigentlich wäre das ja ein bisschen komisch, weil man halt rausfinden muss, dass man diese Poképuppe braucht. Wahrscheinlich kann man es besiegen und ich weiß es jetzt nur einfach nicht. Ich habe seit jeher die Poképuppe verwendet. Ich frage mich gerade selbst, woher ich das damals wusste. Ich meine, ist das echt Ewigkeiten her. Kein Schimmer. Ist ja auch egal. Erstmal wieder Pokémon heilen. Trank für Relaxo. Ja, so ist wieder gut, ne? Ne, Supertrank hinterher. Schon besser. Relaxo mit seinen Unmengen an HP. Naja, Unmengen. Knuddeluff hat fast genauso viel. Was schon echt beeindruckend ist, wenn man es so sieht. Ey, du. Ich kann jetzt hier nicht zufällig schlafen, oder? Da hätte ich nämlich gerade meine Tränke verbraten. Kann ich aber nicht. Hier ist noch ein Teleporter. Und hier auf der anderen Seite... ein langer Gang. Mit einem Teleporter. Ich habe ja letztes Mal erklärt, ich will die Teleporter erstmal auslassen. Bis ich alles einmal erkundet habe. An diesem Plan hat sich nichts geändert. Okay, hier ist nichts. Außer dir. Eindringling gesichtet! Lass mich doch in Ruhe. Team Rocket kämpfen. Hier hießen sie noch Team Rocket. Später hießen sie Rocket, Rocket Rüpel. Rocket Rüpel, das ist so das, was man immer sagt. Der Rocket Rüpel! Wow, putzig. Der Volltreffer gerade. Ach, Relaxo, ich mag dich. Du hast mächtig auf die Kacke. Steinhagel, Donnerblitz, Steinhagel, nehmen wir Donnerblitz. Das ist ein Nachteil von Relaxo. Es ist halt langsam und... ja, die Verwirrung ist dann irgendwie nicht so praktisch. Zumindest trifft es noch irgendwann mal, ne? Gut. Trotzdem denke ich, ich tausche dich direkt wieder aus, Relaxo. Ich habe keine Lust irgendwie, dass du mit der Verwirrung Scheiße baust. Radikal hat noch die Aquaknarre. Das sollte mit diesem Terrakosto ziemlich schnell kurzen Prozess machen. Ich sollte mir übrigens endlich mal überlegen, ob ich Radikal nicht doch den Blubstrahl beibringen möchte. Der sollte schließlich stärker sein als ein Aquaknarre. Ja, oder was bist du? Ich bin, ich bin ein Spion. Siehst du nicht, wie ich mich hier im Hintergrund tarne? Der ist weiß-gelb, genauso wie ich. Wie immer so aus dem Nichts auftauchen. Sieht eigentlich ganz interessant aus. Ein Macholo.
Da sieh mal einer, guck. Ein Kampf-Pokémon, was langsamer ist als wir? Okay, wieso ist es langsamer? Und wieso ist es paralysiert? Weil es gut ist. Zumindest für uns. Aber ehrlich, langsamer? Ja gut, Relaxo ist ein Basis-Pokémon, aber Relaxo ist echt nicht schnell. Naja, Body Slam und Vektortraumato, wenn ich bitten darf. Amnesie blockiert, ja okay. Und direkt nicht mehr blockiert. Wow, Traumato. Naja. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Ja, das wird so ein Chaos, wenn ich später die ganzen Teleporte untersuchen darf. Wie viele Stockwerke hat dieses Gebäude überhaupt? Ich weiß es nämlich gar nicht. Okay, da ist ein Forscher. Das ist eine offene Tür. Machen wir erst den Typen platt. Und wer bist du? Zolle Team Rocket gefälligst etwas mehr Respekt. Das werde ich tun, sobald du mich in einem Kampf besiegst. Oder sobald irgendeiner von euch mich in einem Kampf besiegt. Was grob geraten in... nie der Fall sein wird. Oh, eine Giftwolke. Ich bin ja schwer überrascht und total geschockt. Das könnte mich den Sieg kosten. Oder auch nicht. Beziehungsweise es wird mich mein Relaxo kosten, denn ich habe kein Gegengift dabei. Die habe ich irgendwann mal verkauft. Und ja, es bedeutet leider, dass Relaxo besiegt ist. Relaxo an der Portable-Pokémon. Vier Pokémon entwickeln sich nur beim Tausch über Linkkabel. Vier oder viele? Was stand da? Vier. Das ist wie überlegen. Sind es wirklich vier? Simsala, Machomai, Gengar, Geowars. Das sind vier. Noch eins? Glaubt tatsächlich nicht. Interessant. Studio Pokémon. Es gibt mehr als 160 Pokémon-Kampftechniken. Ich vermute mal, das sind die Attacken. Ein Artikel über Pokémon. Porygon. Pokémon-Labor erzeugt virtuelles Pokémon. Und ich will es haben. Oh, du kämpfst. Ich wollte... Du kämpfst? Ein Jongleur, der für Team Rocket arbeitet? Okay, mit einem Kadabra. Oh. Interessant. Ah, Kadabra wird nie im Leben im Body Slam überleben. Also ich muss sagen, Relaxo ist ziemlich gut. Das wird uns wahrscheinlich auch komplett packen. Team Wars, interessantes Team. Wir treffen ja allgemein einige Psycho-Pokémon. Was wollte ich gerade sagen? Genau, Relaxo wird uns wahrscheinlich auch ziemlich gut durch die Arena dieser Stadt bringen. Letzter Body Slam. Also einfach, weil Relaxo auf der speziellen Seite einiges aushält und dann mit Amnesie kann ich, Sabrina doch sehr, sehr, sehr viel ihrer Kraft nehmen und sie dann mit Steinhagel einfach niederknüppeln. Das sollte zumindest funktionieren, da Psycho-Pokémons Verteidigung jetzt... Nö, außer vielleicht Flagmon. Und halt Lamus. Aber gerade bei Simsala, und ich meine halt, sie hatte einen Simsala, ne? Dann sollte das eigentlich überhaupt kein Problem darstellen. Ich bezweifle, dass Simsala einen Body Slam oder einen Steinhagel überleben würde. Und apropos Steinhagel, falls du das überlebst, Relaxo, lass mich nochmal diesen epischen Sound hören. Großartig! ich glaub's nicht. So viel dazu. Ja gut, das Gift hat uns am Ende also doch im Grunde unser Relaxo gekostet. Radikal, mach du mal weiter. Mit einem Hyperzahn. Hyper, Hyper. Und Smogon. Ah, nee. Ich habe gerade überlegt, ob wir unser episches Tauboss nicht mal in Aktion sehen wollen, aber nö, das machen wir später. Es muss einen gebührenden Auftritt haben, nicht gegen so einen
schwachen Forscher. Der erste Kampf muss was Besonderes sein. Und ich muss sagen, Radikal macht echt einen guten Job. Mist. Schlammbad. Ich habe es früher tatsächlich immer für eine Bodenattacke gehalten, einfach weil Schlamm. Aber das ist es ja tatsächlich nicht. Jetzt gedacht. Komm hier, wechseln wir auf Knuddeluff. Ist der Sound eigentlich heute irgendwie lauter als sonst? So, bisschen leiser gemacht. Das kommt mir irgendwie so laut vor. Dabei war es, glaube ich, gar nicht lauter als sonst. Zumindest nicht lauter als gestern. Und Forscher bezwungen. Finito. Oh, noch ein Italiener. So, warte mal hier. Was macht unser Team? Ich wäre dafür, dass wir bald mal den Heilraum finden. Aber da werden wir sehen, wann der kommt. Ich höre, ein Kind läuft im Gebäude herum. Das habe ich auch gehört. Hast du es gesehen? Dass mich immer alle Kind nennen müssen. Das verletzt meine Gefühle. Oh, Arbok. Giftstachel. Ich habe so das Gefühl, die Giftattacken in der ersten Gen waren jetzt auch nicht so der Hammer. Okay, die normale Attacke hingegen dann doch. Ja, Biss war ja noch normaler Attacke. Es gab keinen Unlichttyp. Warum eigentlich? Also, nee, nicht warum es kein Unlichttyp war. Das, der wurde ja nur eingefügt, um die Psycho-Pokémon zu schwächen. Aber, warum ist Biss eine Unlichtattacke? Ich meine, oftmals versteht man den Zusammenhang irgendwie schon, warum eine Attacke einen bestimmten Typ hat. Aber, Biss, Unlicht? Warum? Was? Hier liegt der Türöffner? Okay, das überrascht mich jetzt schon. Was macht der hier? Ich war mir sicher, der liegt bei Green. Dann war das mit Green wahrscheinlich kurz vorm Bossgegner, sag ich mal. Okay, jetzt kann ich eigentlich wieder ganz unten anfangen. Toll, danke Spiel. Mach's alles kaputt. Toll. Welches Stockwerk sind wir jetzt und wie viele gibt es? Okay. Ja, was mache ich jetzt? Ja, komm, machen wir erst den Platz. Der vier berüchtigten Rocket-Brüder. Toll, das macht einen von vier, den wir besiegen. Wobei wir natürlich alles andere, was in diesem Gebäude rumrennt, auch besiegen. An Gegnern. Also, irgendwie, weiß ich nicht. Es fehlt immer nur so ein kleines bisschen an Stärke. Ibitak. Und ich brauche echt dringend Heilung. Also nach diesem Kampf werde ich dann wohl doch mal ins Pokus hinterlaufen müssen. Mist. Ich hatte gehofft, ich schaffe das hier durchzuhalten, bis wir den Ort zum Heilen finden. Allerdings, naja, wir haben nur noch zwei kampffähige Pokémon. Mew zählt nicht. Und tja. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Irgendwie mitten im Satz den Faden verloren. Toll. Ja, Heilung. So. Bis gleich. Und da bin ich wieder. Oh, wir sind, glaube ich, hier gerade beim fünften Stockwerk. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Es gibt 10 Stück. Toll. Das wird eine Menge Arbeit. ja, Team einmal wieder voll. Ja, und relax und mach einfach weiter. Passt schon. So, hey du. Zumindest gibt es hier etwas Training. Was ziemlich nutzlos ist, da
Na, wenn man sich mal anguckt, wie das mit der Ordenverteilung ist, geht das Spiel ja wahrscheinlich davon aus, dass wir eigentlich erstmal Richtung Süden gegangen wären, nach, wie auch immer die Stadt heißt, zu Koga. Und zur Safari-Zone hätte ich wirklich hingehen können, weil dann hätte ich jetzt vielleicht schon andere Pokémon. Aber, ja, naja. Alles zu seiner Zeit. Vielleicht mache ich das auch für dich. Wobei, wenn ich mich jetzt hier schon durchkämpfe, kann ich danach auch Sabrina machen. Vielleicht hebe ich mir den Fahrradweg oder die andere Route auf, dass ich da dann das neue Pokémon trainieren kann. Und ja, mit das neue Pokémon ist höchstwahrscheinlich ein Kangama gemeint. Vielleicht auch ein Taurus. Ich muss mal gucken. Na komm, Steinhagel. Konfu-Strahl. Relaxo, sei doch bitte. Ja, wobei. Schneller gegen ein Golbat. Golbat ist schon recht fix unterwegs. Und ganz besonders X-Bad. Och, Relaxo. Ich hab dich gerade erst wieder geheilt, ja? Willst du mich denn jetzt verarschen? Offensichtlich will es das. Relaxo, dir ist klar, dass wenn du jetzt besiegt wirst, mir das scheißegal ist. Ich renne nicht zurück, um dich wieder zu heilen. Die Drohung hat ihm dann schon geholfen. Nee, ehrlich, ich habe jetzt nicht vor, nochmal zurückzurennen, um mich zu heilen, bis ich den Ort hier gefunden habe, wo ich mich heilen kann. Halte ich für unnötig. Elender Verräter? Hä, wieso Verräter? Um euch zu verraten, hätte ich für euch arbeiten müssen. Vollidiot. Hey, du. Was hast du gelabert? Ich hab dir nicht zugehört. Hat er irgendwas von Tiki gelabert? Nee. Tiki ist aus meinem anderen Spiel. Zumindest die Tiki, die ich gerade meine. Und Body Slam. Ultraschall. Nicht mal zwei Ultraschalls. Ultraschalle? Ultraschellen. Können Relaxo noch besiegen. Also, jetzt schon, aber naja. Und ein Smogon. Die alte Giftwolke. Ist ein Smogon eigentlich schädlich für die Umwelt? Weil giftige Gase und so? Ein Anti-Umwelt-Pokémon. Das ist jetzt irgendwie nicht so gut. ja, komm, Relaxo. Das ist doch mal ein super Trank. Einfach, weil ich gerade beschlossen habe, dass ich noch ein bisschen mit dir kämpfen möchte. Und ein Magnetilo. Das sollte ja wieder durch einen Body Slam besiegt sein. In der Tat. Und ein weiteres Smogon. Diese Abwechslung. Wobei, ehrlich gesagt, Team Rocket hat ja auch vorzugsweise Gift-Pokémon. Plus Radikal. Warum eigentlich? Na gut, und hier die Forscher haben öfters Magnetilo, aber das sind halt die Forscher. So, ich behaupte einfach mal großspurig, wir haben jetzt bestimmt schon die Hälfte der Team Rockets in diesem dämlichen Gebäude besiegt. Die Hälfte sind mir irgendwie eine Hälfte zu wenig. Und ich habe jetzt schon keinen Bock mehr gegen die alle zu kämpfen. Oh, der zweite der vier Brüder. Schön. Ihr seht genauso aus wie alle anderen und ihr gammelt hier auch nur so rum. Also kann es mir völlig egal sein, dass ihr miteinander verwandt seid. Ich mache euch sowieso platt. Vielleicht sollte ich doch mal Taubos auspacken. Ich habe das Gefühl, Taubos wäre stärker als Relaxo und dann könnte es ja vielleicht klappen, dass ich die alle mit einem Schlag besiege. Ich sollte sowieso nicht so viel mit Relaxo kämpfen. Wenn ich es für die Arena benutzen will, dann wird es ja wieder so laufen, dass es Relaxo die Arena im Alleingang macht und dann kriegt sowieso genug Training. Wobei mich das jetzt mal interessieren würde, auf welchem Level ist wohl Sabrina? Ja, komm, Knuddeluff hier, mach du mal. Du hast den Mega-Hieb. Das schadet ja auch nicht.
Was hat der gesagt? Du bist ganz schön gelangweilt. Ah, gen. Gelangweilt von euch ganzen Rocket-Idioten. Ihr kostet nur Zeit. Ja, und manchmal auch KP. Okay, aber trotzdem, primär Zeit. Hat Green hier eigentlich auch schon seinen Tauboss? Ich meine, der hat einen Tauboss. Jetzt weiß ich nur nicht, ob er das hier schon hat, wenn wir ihn treffen. Dann müsste er ja irgendwo in diesem Gebäude sein. Also der Schaden, den Giftstachel macht, der ist schon irgendwie putzig. Hast du keine besseren Giftattacken? Knödelhof, bitte. Treffen wäre jetzt schon gut. Danke sehr. Zwei Stück. Ach komm. Oder. Komm hier, Tauboss. Ich will Tauboss in Aktion sehen und ich will vor allem, dass dieser Kampf hier schneller vorbeigeht. Da hilft ein Tauboss doch auf jeden Fall. Flügelschlag. Oh, ich nehme alles zurück. Tauboss, ist dein Angriff echt so schlecht? Das wird doch erstmal nachgeguckt. Angriffswert bitte. 76. Wow. Nein! Ja, gut. Sehe ich ein. Wow. Ibitak ist stärker und schneller. Aber Tauros ist cooler. Okay, vielleicht. Ja, aber gut. Ich muss sagen, beide haben dasselbe Problem. Die Attacken sind nicht unbedingt stark. Vielleicht nehme ich doch Tauboss später raus. Ich hatte überlegt, dass ich wahrscheinlich nur einen Vogel später dabei haben werde und dann entweder Tauboss oder Ibitak müssen gehen. Und wenn ich mir das jetzt so von den Werten angucke, wäre es Tauboss. Naja. Ich dachte echt, Tauboss wäre besser. Egal. Da wir schon gerade hier stehen. Ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Yay, weiter dieses Gebäude erkunden. Es ist so abwechslungsreich. Ich hasse es. Bis dann. Ciao.